sogenannten Hamsterkäufe sind nicht nur in Supermärkten, sondern auch in Apotheken immer beliebter. Und besonders gilt das momentan für Paracetamol. Doch was heißt das für Apotheken und für Kunden? Und welche Unternehmen profitieren davon eigentlich am meisten? Wir fragen für Sie nach. In den letzten Wochen, in den letzten zwei Wochen, hat die Nachfrage nach Paracetamol stark zugenommen. Jetzt nach dem Wochenende haben wir das Gefühl, dass es schon wieder ein bisschen rückläufig ist. Seit Corona sind wir ein bisschen zu Schatzjägern geworden. Wir sind es gewohnt, grundsätzlich innerhalb von 2-3 Stunden die Wünsche der Patienten beliefern zu können, dass wir nach Desinfektionsmitteln, Handschuhen, Paracetamol, Rohstoffen für Desinfektionsmittel mehr oder minder auf die Jagd gehen müssen. Das sind wir nicht gewohnt. Das hat unser tägliches Arbeiten schon verändert. Apotheker werden in Zeiten des Coronavirus also zu Schatzjägern. Doch was heißt das für die Produzenten dieser Schätze? Kommen Hersteller mit der Produktion überhaupt noch voran? Wir sprechen jetzt dazu mit unserer Redakteurin Maike Telkheder. Maike, Länder wie Indien haben ja zum Beispiel schon einen Exportstoff für bestimmte Wirkstoffe herausgegeben und darunter fällt auch Paracetamol. Was heißt das denn jetzt für Deutschland? Also erwarten uns Lieferengpässe? Lieferengpässe erwarten uns jetzt erstmal so nicht. Erstmal ist es nur eine Exportbeschränkung und die Bundesregierung verhandelt auch schon mit der indischen Regierung, dass man sich da wieder einigt und unter anderem eben auch Paracetamol geliefert werden kann. Die Pharmahersteller beziehen den Wirkstoff nicht nur aus Indien, sondern auch von Unternehmen, Wirkstoffherstellern an anderen Orten der Welt. Die versuchen jetzt natürlich umzuschiften und den Wirkstoff eben aus anderen Werken zu bekommen. Dass Paracetamol knapp ist im Moment, zum Teil in den Apotheken, hat mehr mit den Hamsterkäufen zu tun, wie im Lebensmitteleinzelhandel bevorraten sich die Verbraucher und damit ruckelt es in der Lieferkette und der Nachschub kommt nicht so schnell hinterher. Maike, welche Unternehmen profitieren denn gerade besonders von diesem Medikamentenboom? Es haben eigentlich alle Unternehmen in der Lieferkette jetzt mehr Umsatz. Die Apotheken, die Pharmagroßhändler, die Apotheken beliefern und auch die Pharmaunternehmen. Also ich habe mit Anbietern im Pharmagroßhandel gesprochen. Die haben innerhalb der ersten beiden Wochen im März so viele Medikamente verkauft, wie sie sonst in einem ganzen Monat verkaufen. Also 50% Order plus. Und das heißt natürlich, dass es höhere Umsätze sind, aber diese höheren Umsätze können ja sich auch umkehren in niedrigeren Umsätze, wenn die Corona-Krise vorbei ist, braucht eben niemand diese Medikamente mehr, weil man sich ja so bevorratet hat. Und ein zweiter Punkt kommt hinzu, diese höheren Umsätze, die gemacht werden, sind mit höheren Kosten verbunden. Wir haben Unternehmen, die müssen zusätzliches Personal einstellen, um diese Menge jetzt zu bewältigen. Und man muss ja bedenken, es gibt jetzt extreme Schutzvorschriften durch die Ausbreitung des Coronavirus, sodass natürlich auch mit Schutzbekleidung, mit Schutzräumen und allerlei Maßnahmen jetzt agiert werden muss, was die Kosten insgesamt in die Höhe treibt. Also es ist dann auch nicht unbedingt ein profitablerer Umsatz, den man jetzt bekommt. Maike, du hast ja gerade schon angesprochen, die gesteigerten Umsätze. Aber was heißt denn das jetzt für die Lieferung? Also kommen die Hersteller mit den Produktionen überhaupt noch hinterher? Zum Teil kommen sie nicht hinterher. Es kann eben auch schon mal sein, dass der eine oder andere ein paar Tage nicht lieferfähig ist. Aber dann gibt es immer ein anderes Unternehmen, was auch liefern kann. Ich habe mit dem Herstellerverband Pro Generica von den Generika-Herstellern gesprochen. Alle Unternehmen bemühen sich im Moment auch, die Produktion hochzufahren. Und es gibt auf der anderen Seite auch Maßnahmen, eben die Abgabe von unter anderem Paracetamol zu kontingentieren, damit, wenn Patienten es wirklich brauchen, es auch verfügbar ist. Und diese Begrenzung der Abgabemenge, das zieht sich mittlerweile auch wieder durch die ganze Lieferkette bis zum Apotheker. Auch der Pharma-Großhandel ist dazu übergegangen, kleinere Mengen abzugeben. Und die Apotheker sind auch gehalten, an die Verbraucher nur noch eine Packung abzugeben und im Zweifelsfall auch nochmal zu prüfen, ob es denn unbedingt das Mittel sein muss oder nicht auch ein anderes sein kann. Letzte Frage, Maike. Sag mal, wie kam es denn überhaupt zu diesem Hype um Paracetamol? Also grundsätzlich ist Paracetamol als fiebersenkendes Schmerzmittel in der Grippesaison ja ohnehin schon gefragt. Aber den Run gab es eigentlich, als vergangenen Dienstag ein WHO-Sprecher gesagt hat, dass er eben zur Behandlung von, ja, im Verdachtsfall von Covid-19 eher zu Paracetamol als zu Ibuprofen rät. Das hat dann diese Welle ausgelöst und das war auch ziemlich unglücklich, zumal die WHO auch selber durchaus weiß, dass es gar nicht erwiesen ist, ob Paracetamol besser ist als Ibuprofen. Die WHO hat mittlerweile diese Äußerung auch zurückgenommen,
aber es war eben einmal im Raum und das, ja, tat die Welle los. Alles klar, Maike, ganz lieben Dank für diese Information aus dem Homeoffice. Das war unsere Redakteurin Maike Tilkeder und ja, wie Sie sehen, berichten auch wir immer noch aus dem Homeoffice und halten Sie weiter auf dem Laufenden über alle wichtigen Informationen. Danke fürs Zuschauen.